Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal aus dem wunderschönen Aachen bei Köln. Ich sage extra bei Köln, weil wir haben den deutlich schöneren Dom. Und ich darf heute etwas Tolles machen, und zwar einen ganz besonderen BMW M8 fahren und auch einen ganz schönen Z4. Das sind nicht einfach nur Serienfahrzeuge, sondern an den Fahrzeugen wurde einiges gemacht. Und was zeige ich euch in diesem Video? Plus, es gibt natürlich deutlich mehr PS als bei diesem wunderschönen Baby. Das ist ja mein M8 und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Also ich sag mal, Motoren an und los geht's. Leute, jetzt zeige ich euch einen ganz besonderen BMW M8 Competition und es ist das Grand Coupé Modell. Das bedeutet das etwas größere, fünftürige. Ich fahre das Coupé Modell, also drei Türen. Ja. Erste, was bei der Front natürlich auffällt, ist, dass beim Serienfahrzeug haben wir ja keinen Frontsplitter, aber hier haben wir den von den Herrscher von AC Schnitzer natürlich verbaut. Guckt euch das an, wie schön das ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja wirklich am Liebäugeln, ob ich 1.350 Euro in die Hand nehme und sage, das muss auch an meinem M8. Wenn ja, dann lasst mal ein Däumchen auf das Video da. Wer? Apropos Front, das Kennzeichen, liebe Leute, da gibt es schon ein erstes Detail für PS unter dieser Motorhaube beim V8 Motor hier, und zwar 720 PS bei 850 Newtonmeter, und das merkt man schon ordentlich, wenn man damit brettert. Ist ja bekanntlich Allrad oder eben 2WD, ja, das geht ja beim M8, man kann ja entweder 4WD fahren, also alle Reifen, oder eben nur das Heck. Am Hockenheimring haben wir ja nur das Heck damals leiden lassen, ja, das war schon ordentlich. Kommen wir zu den wunderschönen Felgen, Leute. Geschmiedet sind die 21 Zoll und wie ihr seht, in wunderschöner Mattoptik. Ja, und wir haben hier nochmal das AC Schnitzer Logo schön drin. Gefällt mir richtig gut, weil die Kombination eben mit den Bremssätteln, die ja bei BMW M-Modellen mit der Keramikbremse immer golden sind. Also nur bei der Keramikbremse. Und im Konfigurator bei BMW kann man ja inzwischen auch hier zwischen Blau, Rot und Schwarz sich entscheiden. Und wenn man eben die große Keramikbremse nimmt, die zum Beispiel auch sehr interessant für die Rennstrecke ist und wirklich sehr griffig ist, das kann ich euch wirklich mit Gewissheit sagen, dann kommen eben die goldenen Bremssättel, die mir persönlich richtig gut gefallen, und ich hätte diese auch gerne bei meinem Fahrzeug. Aber schön, dass sie hier sind. Und das Fahrwerk und die Federn sind auch noch eine wichtige Rolle, oder spielen noch eine wichtige Rolle. Gehen wir weiter. Gut, da. Dann haben wir hier noch die schönen Seitenschweller, ja, und ich finde es auch gerade cool, dass sie sich hier nach oben arbeitet, wie so eine Art Flap hier, und ist aus Carbon, ja, natürlich sehr leicht, und hier nochmal schön AC Schnitzer drin. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich richtig, richtig cool finde. Abgesehen von einem ganz besonderen Heckspoiler, beim Competition-Modell vom M8 ist es ja so, wir haben hier auch einen Heckspoiler serienmäßig verbaut. Allerdings ist hier ein Element, was fehlt. Das ist beim AC Schnitzer Heckspoiler halt so verbaut. Wir haben hier zwei praktisch Flügel hinten verbaut und in der Mitte eben nichts. Ja, ist auch mal was Neues. Und hier, Leute, diese Abgasanlage, ne? Das ist noch die kleine. Und ich sag euch, der Sound, das werdet ihr gleich mitbekommen, wenn wir fahren, so ein Volumen im Klang, ein so glasklarer V8 Sound, der hier rausblubbert, das ist echt schön und steht dem Auto viel, viel besser, meiner Meinung nach, als im Serienfahrzeug. Wir machen gleich einen kleinen Soundcheck noch. Ich zeige euch noch zwei kleine Sachen, die im Innenleben vorzufinden sind, also ne, im Innendesign des Fahrzeugs. Aber man muss ganz ehrlich sagen, was das Auto auf jeden Fall neben den optischen Sachen draußen ausmacht, ist eben das Fahrwerk und die Federn, weil das ist nochmal ein ganz anderes Fahrerlebnis. Und dieses Baby ist auch sehr oft auf der Rennstrecke. Wer gerne möchte und sich dafür interessiert, ihr könnt ja mal gerne bei AC Schnitzer auf Instagram vorbeischauen, denn die haben ja nicht nur hier den M8, sondern die haben auch einen 3er BMW, dann diesen wunderschönen Z4, und ich sage euch, das ist das wahre Biest. Ja, das hat einfach Heckantrieb, dieses Auto, plus 400 PS. Und wenn du das versuchst, mit dem dicken Koloss, ja, im ersten Moment, beim ersten Punch zu verfolgen, das ist gar nicht so einfach. Aber der M8, ja, zwischen 100 und 200, deutlich besser. Und zwar eine Sekunde schneller als mein Serienfahrzeug. Und das gilt es jetzt mal auszuprobieren. Los geht's.
Da sitzen wir drin, Leute, im M8 von AC Schnitzer und ich bin sehr, sehr gespannt. Man hat mir hoch angepriesen, dass dieses Fahrwerk in diesem Auto mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll. Aber erstmal der Klang, Leute, ich meine, das ist schon mal wegen der Abgasanlage hinten ein ganz anderer Sound, den ich von meinem M8 kenne, also von einem Serien M8. Und wir haben hier schon einen ordentlichen, dumpferen Klang, aber der nochmal so ein bisschen mehr Volumen in hat. Also ich weiß nicht, ob man es in einem Video, ob man das gut vernehmen kann. Außerdem, was ich auch sehr, sehr schön finde, und das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen verbessert gefühlt merken, ist das Fahrwerk, ja, welches hier drin ist. Das Auto ist 25 mm tiefer, hat 720 PS und das ist eine Leistungssteigerung von ungefähr so 20% im Verhältnis zum Beispiel zu dem serienmäßigen M8, der bei 650 PS liegt. Und man merkt halt, wenn man in die Kurve fährt, dass das Ganze ein bisschen verschärfter, ein bisschen besser, ein bisschen agiler ist als nochmal das Serienfahrwerk. Und das Serienfahrwerk fand ich ja zum Beispiel, oder finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Wer das Hockenheim-Video von mir gesehen hat, ich bin ja bei den Hockenheim-Ring gefahren mit dem M8, also mit meinem eigenen Fahrzeug. Und da habe ich schon gemerkt, wie gut das Fahrwerk abgestimmt ist vom Serien-M8, wenn du alle Funktionen auf Sport stellst. Das haben wir jetzt hier auch gemacht. Und ich finde, hier hast du nochmal mehr eine... Ja, das ist so schwer zu erklären für ein Video. Es ist deutlich straffer. Ja, du fährst um die Kurve und du hast ein viel agileres und direkteres Gefühl als nochmal bei dem serienmäßigen M8. Und das müssen wir jetzt in der Eifel mal ausprobieren. Weil das ist hier schon nicht ohne, ja. Warte. Ui, ui, ui. Ja, obwohl der M8 natürlich Allrad hat, aber wir haben hier eine Leistungssteigerung auf dem Auto. Und da muss man schon ein bisschen leicht reinbremsen, vor allem in der Eifel. Wir kennen ja alle das Wetter, vor allem auch beim 24-Stunden-Rennen. Ja, so, hier haben wir hier um die Kurve. Aber das Fahrwerk, es greift so gut, es greift so gut. Und der Sound, ne? Ich weiß nicht, ob das im Video rüber, ob das gut rüberkommt, aber es ist wirklich eine sehr direkte Fahrweise. Und ja, schade, dass die Straße nass ist. Und vor uns, ich weiß nicht, wir können mal kurz rüber gucken. Das ist auch nochmal ein richtig schönes Baby. Ja, ich bin schon so, habe schon ein bisschen Blut geleckt. Ich hätte auch gerne so ein Fahrwerk in meinem M8. Also mein kleines Fazit vorweg, ich bin ja mit dem M8 jetzt hier nach Aachen gefahren. Inzwischen sind wir ja hier in der Eifel. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Fahrwerk, was ich ja habe, ist ja serienmäßig schon sehr, sehr gut. Aber hier hast du noch mehr Griff, dieses Direkte, und das macht auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Spaß. Das Auto hier ist auch sehr oft auf der Rennstrecke zum Beispiel unterwegs und das ist schon nicht ohne, absoluter Spaßfaktor auf jeden Fall. Ja, und was hier auch anders ist als bei mir, ich habe ja die Performance Parts und hier sind die AC Schnitzer Pedals drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, die finde ich mega geil, weil du hier so Einkerbungen hast und da kannst du so deine Finger praktisch reinlegen und dann kannst du ganz easy schalten, sehr praktisch. Und sieht auch sehr, sehr sportlich aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nicht nur das ist im Innenraum anders, sondern auch unten bei den Pedalen. Zeige ich euch mal auf der anderen Seite. Auch da unten seht ihr es, ne? Ganz anders als beim Serienfahrzeug, nochmal ein bisschen sportlicher. Gefällt mir auch richtig gut. Also rundum Paket, was ich beim BMW M8 nur ein bisschen schade finde. Ich würde mir wünschen, dass es da viel mehr optionale Möglichkeiten gibt. Aber gut, das Auto ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Also ist jetzt unabhängig von den ganzen Herstellern oder Drittherstellern oder in diesen Aftermarket, sondern ich würde mir einfach wünschen, dass da viel mehr aus dem Auto rausgeholt wird. Und das ist schon echt hier schon eine Hausnummer. Aber optisch, ja, bei den M-Performance Parts ist es auch so, da war ich so ein bisschen wirklich minimal enttäuscht, weil wenn ich mir die M4-Palette angucke oder die M3-Palette von der aktuellen Generation, nicht die der folgende, wo wir übrigens auch ein Video gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, zum neuen M4 und M3 gibt es ein brandneues Video hier auf dem YouTube-Kanal, unbedingt rein. Gucken, muss ich sagen, ich hätte mir beim M8 ein bisschen mehr gewünscht, aber man möchte das wahrscheinlich bei dem Fahrzeug nicht so krass ausschöpfen, weil es ist ja dennoch immer diese Eleganz, die ein M8 dann bietet. So, Leute, jetzt kommen wir aber noch zu einem Fahrzeug, was ich euch auch zeigen muss, neben dem M8 von AC Schnitzer, sondern hier, guckt euch dieses Baby an, dieser wunderschöne Z4 hier, ja, 600 Newtonmeter, Leute, 400 PS, ja, und ich finde es bei AC Schnitzer mal so süß, dass man sich das mal auf dem Kennzeichen schaut, damit man das ja nicht vergisst, ja. Und ich meine, als erstes, Leute, guckt euch diese Abdeckung des Motors an, ja, also unfassbar geil. Würde ich mir auch so gönnen, ja. So, das machen wir mal zu, denn bei dem Auto gibt es ein richtig schönes Detail.
guckt euch erstmal wieder diese wunderschöne geschmiedete Felge an. 20 Zoll haben wir hier drauf und das Auto ist tiefer gelegt, ja, mit einem Gewindefahrwerk auf aktuell so 35 mm. Und das sieht einfach sehr gut aus, weil das nämlich schön stimmig ist, ja. Auch hier vorne, Leute, die Lippe, denn diese Frontlippe, die ergänzt sich richtig gut mit den Seitenschwellern hier. Ja, ihr seht es ja, haben wir hier auch noch richtig schön einen Durchgang. Und beim Z4 finde ich sowieso solche Details immer ganz, ganz schön, ja. Also die Seitenlinie vom Z4 finde ich sowieso sehr gut gelungen vom BMW. Auch hier darf es natürlich nicht fehlen, modifizierte Abgasanlage. Und da haben wir auch schön ein Logo drauf. Hier nochmal, wenn man, oh, AC-Schnitzer, schön mit Carbon, Leute, ne. Ja. So, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Auch hier einen kleinen Frontspoiler drauf, Flügel wie beim M8. Also praktisch das gleiche Prinzip. Gefällt mir richtig gut, aber ich sag euch, das Auto ist ja heckangetrieben. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß das machen kann, ein heckangetriebenes Auto zu fahren mit 400 PS, was so leicht ist wie dieser Koffer hier. Ist ja auch ein Zweisitzer. Und innen drin haben wir auch die Scheibenpedals, ähnlich wie beim M8. Also richtig, richtig schöner, kleiner, böser Junge, der hier steht, in rotem Gewand. Gefällt mir richtig gut. Ja, liebe Leute, weg vom M8, rein in den Z4, den ihr ja gerade gesehen habt. What? Also ich muss sagen, klar, die Bremse ist am Quietschen, aber das Ding liegt so gut auf der Straße, Heckantrieb. Man muss sagen, macht ein bisschen mehr Laune, weil die 400 PS, die hier reinballern, plus eben dieses Gewindefahrwerk. Alter, du kommst so gut um die Kurve. Boah. Ja, das ist Fahrspaß pur. Ich meine, nichts gegen den M8. Aber ist natürlich im Verhältnis zum Z4 ein Schiff, ne? Das Ding wiegt ja hier gar nichts. Geil. Wirklich coole Sache. Und die Abgasanlage, Leute, die muss ich euch gleich auch nochmal hier geben. Warte mal. Schalten wir manuell. Das ist schon die voll schlechten Eltern. Du kommst so gut um die Kurve. Verrückt zu sehen, wie dieser M8 da gerade vor uns brettert. Alter, das ist ein Anblick. Ich sage euch, wenn man Autos liebt, Leute, ist das heute einfach ein schöner Tag. Nun, was ein Tag, liebe Leute, was ein Tag. Mit diesem wunderschönen Kfz haben wir heute mal gelernt, was ein gutes Fahrwerk eigentlich ausmacht. Natürlich haben wir das auch beim M8 als Serienfahrzeug, aber das hier ist noch mal ein bisschen verschärfter und meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr in Richtung Motorsport und hat mir natürlich deutlich mehr Spaß in den Kurven gemacht. Das soll aber nicht heißen, dass das Serienfahrwerk schlecht ist. Es ist nur besser. So kann man es, glaube ich, am besten formulieren. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in dieses Video gefallen, in diesen Tag, würde ich eher mal sagen. Es war eine relativ spontane Aktion, heute hier nach Aachen zu fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Däumchen nach oben. Und ich hätte eine Frage an euch. Wünscht ihr euch öfter solche spontanen Vlogs, wie zum Beispiel das, dass ich euch mal mitnehme? Oder ist das eher was für Instagram? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ihr findet ebenfalls in der Videobeschreibung meinen Instagram-Kanal auch verlinkt. Das heißt, wenn du dich sowieso für Autos interessierst und auch zum Beispiel für die kommenden Fahrzeuge, dann Instagram abchecken. Vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Hier werden euch jetzt noch zwei Videos angezeigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und lasst ein Däumchen da. Peace, Leute. Ciao.